Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, Freunde und Förderer von Mary's Meals. Ich darf mich, wenn Sie mich noch nicht kennen, ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Konrad Artmüller. Ich war bis 1991 Dirigent an der Wiener Volksoper, bin dann in die Wiener Staatsoper gewechselt und 2004 dann in den verdienten Ruhestand getreten. Und hier habe ich dann Gelegenheit gehabt, zu meinen Wurzeln zurückzukehren, nämlich zur Kirchenmusik und zur Orgel. Und das mache ich mittlerweile mit ganz, ganz großer Freude und auch für Mary's Meals. Dass wir dieses kommende Adventkonzert oder das geplante Adventkonzert am 3. Dezember absagen mussten, tut mir sehr, sehr leid, weil mir an diesem Programm auch sehr viel gelegen war und wir außerdem ein paar Highlights im Programm gehabt hätten, die ich gerne schon heuer gespielt hätte, aber ich verspreche Ihnen, dass wir es nächstes Jahr spielen würden. Uns bleibt eigentlich nur eine kleine Wiedergutmachung an Sie, nämlich Sie können Aufnahmen, die in den vergangenen Jahren gemacht wurden, jetzt anklicken und online hören. Und dann gibt es Aufnahmen, die jetzt erst im Herbst entstanden sind und die Künstler, die Kinder eigentlich, die beim Konzert hätten spielen sollen, die konnten jetzt nicht auftreten, aber die Aufnahmen gibt es bereits und die lege ich Ihnen ganz besonders ans Herz. Eigentlich bleibt mir jetzt nur mehr Ihnen einen schönen und gesegneten Advent zu wünschen und nehmen Sie das Licht der Adventkerzen im Herzen mit durch die dunklen Tage, die noch auf uns warten, bis dann am Heiligen Abend das Licht der Welt erscheint. Und so wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein gutes neues Jahr, Gesundheit und Gottes Segen.